Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir bauen heute die Verkleidung hier aus vom Wasserkasten. Dementsprechend auch demontieren wir die Scheibenwischer und zeige euch gleich mal, wo das Steuergerät sitzt bei dem Vectra. Und wünsche euch viel Spaß beim Video. Als erstes müssen natürlich die Kappen ab. Dann nehmt ihr euch einen Schraubendreher, habt ihr hier so eine kleine Kerbe. Geht auch relativ easy ab. Na gut. Und tschüss. Okay. So, darunter verbirgen sich 13er Mutter. Also Schlüsselweite 13. Ich empfehle euch, falls ihr jetzt die Scheibenwischer wieder anbauen wollt, ist nicht schlimm, weil das Auto nicht gewaschen ist, weil so habt ihr gleich die Position, die richtige von den Scheibenwischern. So, jetzt heißt es, man muss mit denen leicht jackeln, damit die abgehen. Nummer 1. Leicht jackeln. Nummer 2. Um die Verkleidung abzukriegen, müsst ihr natürlich auch den Gummi hier lösen. Wie gesagt, abziehen. Auch kein Problem. Dann habt ihr hier noch Plastemutter. Ob du auf die scharf stellen kannst. Siehst du die? Mhm. So, dann muss ich jetzt aber erstmal gucken, welche Schlüsselweite die haben. Ich glaube 24 oder ein bisschen größer. Ah, 24, da noch mal ein Gedächtnis gehabt. Ist ein bisschen arg wenig beleuchtet höchstens. Ja, leider. Bist du noch drauf? Ja, ein bisschen, ja. So. So, Plastemutter Nummer 1, Plastemutter Nummer 2. Jetzt müsst ihr von unten das annehmen und dann leicht unter der Scheibe hervorziehen. Das ist natürlich auch das Problem, dass er an der Seite noch runtergehoben ist. Da, mal weg. Na guck. So. Und ab ist die Verkleidung. Die ist wichtig, die brauchen wir später nochmal. So, unter der Verkleidung versteckt sich der Scheibenwischermotor mit die Stänge, der Pollenfilter und hier, ganz wichtig, das Motorsteuergerät. Das ist unter dieser Abdeckung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war kurz und informativ. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht ein Abo und bis zum nächsten Video.